Hallo Leute, mein Name ist HotSauceT und willkommen zurück zu einem weiteren Tag in Minecraft, wo wir heute ein paar kleinere Dinge abschließen, das letzte Mal oder das vorletzte Mal haben wir festgestellt, unser Lift da drin, der funktioniert nicht so wie er soll und dem wollen wir heute auf den Grund gehen. Und dann haben wir ja noch unsere Bartering Farm, unsere Goldbörse im Nether. Die ist auch noch nicht fertig dekoriert. Also, wir schließen das heute ab und dann können wir nächstes Mal unsere Aufmerksamkeit einem anderen Projekt widmen. Hier auf dieser Seite haben wir zwei Probleme. Karotten und Weizen. Karotten kommen nicht, weil die kommen von außen nicht. Keine Ahnung warum. Und Weizen kommt nicht, weil alles in diesem Dropper stecken bleibt und da nicht weiter rauf geht. Und da bin ich etwas ratlos, wieso das so ist. Hier auf dieser Seite habe ich das Ganze etwas mit farbiger Wolle versucht zu illustrieren. Da wo grün ist, da kommen die Items hoch. Da wo rot ist, das sind diese sieben Blöcke hier in der Mitte, da haben wir ein Problem. Und wenn wir hier mal schauen wir mal zuerst auf dieser Seite. Da leuchtet die Linie einmal auf. Hier auf dieser Seite haben wir zwei kurze Ticks hintereinander. Und das liegt, glaube ich, daran, dass wir von da mit dem Signal kommen, da reingehen und dann hier zwei Ticks Verzögerung haben und das hier reingehen. Aber hier auf der hinteren Seite kommt dann alles wieder zusammen. Drum denke ich, wäre sinnvoller, hier anstelle das Signal da auf dieser Seite reinzubringen, dass wir das hier etwa mittig machen und dann mit dem gleichen Delay nach links und nach rechts fahren können. Ich muss zugeben, an diesem Punkt bin ich etwas ratlos. Wir haben es geschafft, hier alles schön zu synchronisieren, aber wir bekommen die Items immer noch nicht hoch. Und wenn wir hier reinschauen, auf dieser Ebene, diese sind leer. Aber hier, die Hopper sind voll. Und zumindest wenn ich hellgrau anschaue, da sehen wir, dass die Zahlen etwas nach unten gehen. Hier aber steigt die Zahl. 31. Ich kann ja auch das etwas forcieren. Aber aus diesem Dropper werden wird die Wolle nicht nach hoch gereicht. Und ich verstehe nicht warum. Ich bin sogar hergegangen und habe auf dieser Seite wieder Node Blocks platziert statt dem Redstone. Denn der Redstone, da bauen wir natürlich nicht nur quasi den einen vertikalen Slice, sondern auch gleich alles links und rechts mit. So dass ich mir gedacht habe, ja okay, wahrscheinlich ist dieser Dropper hier einfach nicht gepowert, dass nichts nach hoch geht. Aber das erklärt ja nicht, dass das hier auf dieser Seite funktioniert. Darum
denke ich, brauchen wir hier vielleicht einen anderen Ansatz. Am anderen Ende sieht es möglicherweise etwas anders aus. Denn wir haben zwar hier 41 Weed drin, aber die könnten, die kann ich möglicherweise selbst reingelegt haben. Aber hier unten, da haben wir einen Hopper, der voll ist. Und ich könnte mir vorstellen, das liegt daran, dass wir hier auf dieser Seite einen Mechanismus zum Entladen haben, was möglicherweise den Hopper oder den Dropper da unten blockiert. Ich versuche mal, das hier etwas umzubauen, so dass wir die gepowerte Rail hier nicht mehr direkt daneben haben, so dass die Power effektiv nur von hinten kommt und wir nichts hier von der Seite noch beeinflussen. Ich glaube, ich habe eine Lösung gefunden. Ich habe mal alles, was in der Kiste war, nach unten gelegt, so dass wir sehen, alles, was oben reinkommt, zumindest in der ersten Reihe, das kommt neu rein. Kaktus haben wir wahrscheinlich einfach noch nicht produziert. Und das Ganze funktioniert mit ganz vielen Redstone-Fackeln. Und wie ihr am Blinken seht, die agieren selbstständig. Und wir brauchen etwas mehr Platz nach hinten. Aber es geht sich gut aus, denn der letzte Block, das ist der unterste Block des Fundaments, welcher nach außen sichtbar ist. Und darunter haben wir noch eine Fackel. Also kein Problem da. Und das Geheimnis hier ist, dass wir hier das Signal rausnehmen. Vielleicht sehen wir es auf der anderen Seite besser. Ja. Dass wir hier das Signal vom Dropper rausnehmen, dann hier runter, hier rauf, und solange wir was im Dropper haben, haben wir hier Power drauf, und über diesen Mechanismus hier oben haben wir quasi einen Feedback Loop, der das Ganze am Laufen hält, bis dieser Dropper leer ist. Was nicht funktioniert, ist, wenn dieser Dropper gefüllt ist und ich das Ganze aufbaue, denn dann kommen wir aus dem Rhythmus. Aber wir können ja den Dropper am Ende leeren, um das sicherzustellen. Was eventuell irgendwann dann mal passiert, wenn die Kisten oben voll sind, dann werden sich auch die Dropper von oben nach unten füllen. Und wir werden eigentlich die ganze Zeit dann versuchen, was nach oben durchzupushen. Aber weil alles voll ist, passiert nichts. Und erst wenn wir genügend rausnehmen, um quasi hier unten den Dropper zu leeren, dann hört im Prinzip das Geblinke auf, was aber immer noch heißt, ab diesem Dropper hier ist immer noch alles voll. Das heißt, wir haben nicht nur die Kiste oben, die gefüllt ist, sondern auch hier den ganzen Lift. Aber den Lift leeren wir eigentlich nur, oder wir befördern nur was von unten nach oben, wenn wir unten was reinbekommen. Aber ich denke, das ist gut genug.
muss ich das Ganze nur noch auf der anderen Seite, zumindest da für die 16 mittleren Scheiben, wo wir die Wolle haben, machen. Die Aufzüge auf dieser Seite sind nun auch repariert. Da haben wir wahrscheinlich einfach keine Wolle bekommen. Oder es klemmt noch irgendwo. Aber das meiste scheint zu funktionieren. Das heißt, jetzt kann ich noch etwas Quarz legen gehen. Und dann sind wir am Ende dieser Folge. Weil wir meistens von dieser Seite reinkommen, gibt es hier einen Balkon plus ein Interior hier auf der ersten Ebene, wo wir etwas hinter die Kulissen blicken können. Dann hier geht's rauf zur eigentlichen Farm, wo wir hier oben dann auch das Gold reinlegen können und hier rüber die ganze das ganze Bartering-System starten. Und auf der untersten Ebene hier der Ausgang zu unserem Nether-Portal. Wir könnten eigentlich auch hier landen. Dann hier die Kisten, die ganzen Filter sind noch nicht eingestellt. Und hier auf dieser Seite gibt es auch nochmal einen Ausgang, wenn wir andersseitig raus wollen. Aber das war's für heute. Ein bisschen zwei Dinge, die erledigt werden wollten. Und wir werden sehen, wo uns die Reise nächstes Mal hinführt. Also, bis dann und tschüss!